Das ist der Roland. Zeig ihm alles. Gut. Jetzt du, was machst du hier? Wie meinst du das? Ja, freiwillig arbeitet doch keiner hier, oder? Ich finde es gar nicht schlecht. Zu früh im Übergang. Wenn ich du wäre, dann würde ich gucken, dass ich ganz schnell wieder hier wegkomme. Na, sonst endest du wie wir. Oder wie der. Was ist denn los? Wer ist denn das? Das ist der Seiler Werner. Der ist so ein bisschen gestört. Der hat einen umgebracht. Ach. Kollegin hier aus der Werkstatt. Ist jetzt 2 Jahre her. Echt? Warum läuft er da hier noch frei rum? Weil die Bullen zu blöd waren, den dran zu kriegen. Darum. Krass. Ach, schau mal einer an. Wer haben wir denn da? Und der Kollege ist auch da. Hat der verlaufen, oder was? Nee, wir wollten alle gehen. Werner, was ist denn das? Hier riecht's irgendwie nach Schafsmuschi. So, komm, hast du deine Griffe von ihm, ja? Wow, was mischst du dich hier eigentlich eine Fotze, hä? Ihr verpisst euch jetzt. Ach, was wenn ich? Das. Hey, ich habe nichts gemacht. Was? Ach, nichts. Was ist hier los? Herr Werner hat die irgendwie belästigt. Die haben uns nur unterhalten. Ja, ja, wir wissen ja, wie das bei dir ausgeht. Also, jetzt hört doch auf damit. Nein, verdammt. Es reicht schon, wenn er hier überhaupt auftaucht. Okay, ihr geht jetzt. Was? Haut ab. Okay. Gut. Wir gehen. Abend. Haben wir den Ausweis, bitte? Bitch-Punkt. Jugo? Nein, Deutscher. Deutscher. Okay, Bitch-Punkt, ich mach's kurz. Du musst weg. Die Leute kriegen Angst. Verstehst du? Welche Leute? Ich sehe niemanden. Spielt das eine Rolle? Nein, keine. Nee, keine. Denk doch mal nach, Bischko. Stell dir mal vor, du läufst dir die Straße runter und es kommt dir jemand entgegen. Du kannst dich doch da nicht beherrschen, oder? Und wir wollen, dass das nicht passiert. Haben wir uns verstanden? Das ist das Beste für uns alle. Da haben wir kein Problem. Hörst du zu, oder was? Fred, komm. Komm, der hat schon verstanden. Bitchkopf, was machst du noch hier? Ist kein Koffer fertig, nichts. Wo warst du heute Morgen? Ja, siehst du, hab ich dir doch gesagt. Was wollen wir von mir? Was wir von dir wollen? Haben wir nicht darüber gesprochen? Du musst gehen. Bin ja gerade erst wiedergekommen. Du bist nicht wiedergekommen. So, jetzt Koffer, Sachen rein, Bus, Zug, Flug, was auch immer und dann mach die Fliege. War das deine Mutter, Bitschko? Ja. Brauchst aber keine Angst zu haben, ist doch genug Platz für deine da. Hey, Bitschko, guck mich an. Was habe ich dir gesagt? Ich gehe hier nicht weg, ist meine Wohnung. Ja, natürlich. Was soll denn das? Ich habe meine Zeit abgesessen. Pack deine Ruhe ein hier und verschwinde. Warum kann ich nicht das Grillfleisch kaufen? Das Los hat entschieden. So, ich würde dann abschließen.
Also ich warte nur noch auf die Prinzessinnen, dass die da fertig werden. Die wussten nicht, ob wir das Bühnenbild jetzt schon aufbauen sollen oder erst nach der Probe. Zu der ich im Übrigen heute nicht zu spät gekommen bin. Wir haben Isabel noch zum Flughafen gebracht. Was ist mit dem Blütenring? Kriegen wir den jetzt hin? Nicht zwecklos fallen Loriens Blätter. Ja, da sollte jetzt eigentlich was passieren. Okay, Fred, du fährst raus zum See, ich versuch's am Flaucher. Tom, kennst du dich aus auf dem Waldfriedhof? Logisch, da opfer ich jeden Vollmond eine Jungfrau. Nee, nee, warte mal, Johanna. Ihr könnt ja jetzt nicht alle stehen und liegen lassen. Bläs den Hut vom Kopf, lass uns mitdrehen, nehmen uns mit. Ein Ring, sie zu knechten. Hier, das Beste, was wir kriegen können. Darf ich die Braut jetzt küssen? Fuck yes! Das glaubt mir doch wieder kein Mensch. Gibt's doch nicht. Nix. Nee. Genie. Ist nicht so schlimm, Meister. Ich werde dich befreien. Lass doch mal die Autos hier verschwinden. Oh ja, Meister. Danke, Genie. Vielen Dank. Eule 1, bitte kommen. Eule 1, kommen. Schröter? Schröter? Hat jemand sich Kontakt zur Sanitätseinheit? Und auf einmal steht der Diensthabende hinter mir und sagt, hier, warum plackert denn das? Das wüsste ich aber auch gerne, warum das plackert. Das soll nicht plackern, weil da gibt es überhaupt nichts, das plackern könnte. Jetzt stell dir doch vor, das passiert, wenn es wirklich ernst ist. Ich meine, wenn das Scheißding jetzt schon einfach so flackert, dann flackert es vielleicht irgendwann auch mal nicht, wenn es mal flackern sollte, weißt du, was ich meine? Ich finde, die sollten immer gehörig ausmisten. Das ist doch zu 70% Mist, das Gerät, das wir haben. Ja, klar, man setzt sich. Ich meine, es ist nicht klar, dass die uns in der Grundausbildung nur den ganzen alten Scheiß kennen. Hier, aber der Koschnik, der dicke Sani, weißt du, der mal versucht hat, sich den Leberfleck selber rauszuschreiben. Der hat erzählt, dass bei den Zettlern drüben genau derselbe Mist am Laufen ist. Und der meinte auch, dass bei denen neulich bei einem Manöver so eine marode Zündkapsel rausgebrochen ist. Und wegen der alten Zündkapsel mussten die dann den Spreng hinzufügen. Die haben das halbe Dorf evakuiert und am Ende haben sie festgestellt, dass die Zündladung so alt war, dass sie in 100 Jahren nicht losgegangen wäre. Ja, bist du schon fertig? Krieg ich deinen Nachtisch? Ey, du bist doch bei den Sanis. Stimmt die Geschichte von dem Koschnik? Hat er sich das Ding selber rausgeschnitten oder? Bist du verletzt? Nee, ich bin tot.